Es war überhaupt nicht so einen hektischen, stressigen Bewerbungsgespräch, wie man im klassischen Sinne sich vorstellen kann. Es war eine sehr, sehr gemütliche Atmosphäre. Ich habe präsentiert bekommen, was gesucht wird. Man hat gesehen, dass es eigentlich eher ein kollegiales Umgehen mit dem Bewerber ist. Das heißt, es hat jetzt kein Stressinterview gegeben oder ähnliches. Das war eigentlich wie ein ganz normales Gespräch. Bei meinem Bewerbungsgespräch für das Pay-and-Trainee-Programm waren 3 Personen anwesend. 2 davon aus der HR und einmal gleich mein direkter Vorgesetzter. Es ist für mich auch sehr wichtig, dass die Chemie passt und dass der Person auch sich wieder in der Frequentis findet. Es gab natürlich ein paar bestimmte Fragen, auf die man sich nicht so gut vorbereiten hat können. Das heißt, da ging es auch teilweise um, wie reagiert der Bewerber, vielleicht ein Problem zu lösen. Ich habe mit ehemaligen Trainees gesprochen und habe sie gefragt, wie war das eigentlich? Welche Schulungen habt ihr besucht? Worauf wurde Wert gelegt? Dann habe ich mir natürlich überlegt, wie stelle ich mir das Ganze vor? Wo möchte ich in dieser Situation sein? Was sind meine Ziele, wo möchte ich am Ende hin und was möchte ich nebenbei noch machen? Für mich war es auf Anhieb, im Bauchgefühl, da möchte ich schon beginnen. Ja. Also das war für mich einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl.